So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Minecraft Hexit. Wie immer am Montag. Aber heute leider, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, eine ganz kurze Folge. Ja, wäre schon fast so gewesen, dass fast gar keine Folge kommt. Deshalb mache ich das jetzt ganz schnell. Weil mir gerade wieder die Zeit zu allem fehlt. Tut mir voll leid. Nächste Folge wird wieder besser und länger. So 20 Minuten. Ich weiß gerade ganz viele, dass mein Hexit-Projekt auch gerade so momentan ist, wo das beliebteste auf meinem Kanal ist, von den Projekten. Deswegen tut mir es umso mehr leid, dass diese Folge nur so kurz ist. Ja, habe ich halt leider gerade überhaupt keine Zeit für irgendwas. Ja, aber ich habe was schon gemacht hatte, das habe ich schon nach der Aufnahme gemacht, ist, habe ich so ein bisschen was sortiert. Die Kisten noch nicht so unbedingt, aber den Rest habe ich schon mal so ein bisschen was sortiert. Ich baue jetzt gerade ein bisschen was an meinem Haus weiter, in der Folge. Ich suche gerade nur kurz die Sachen zusammen. Spruce-Wood wäre ganz cool. Ich muss einfach mal die Zeit finden, auch hier mal alles komplett zu sortieren. Okay, Spruce-Wood haben wir keins mehr. Muss ich meine Axt noch mitnehmen. Da. Da ist auch kein Spruce-Wood mehr dabei, ne? Auch das hier. Und da ist auch nichts, okay. Ja, ich habe auch in der letzten Folge, wollte ich auch nochmal gewünscht, dass ich doch bitte einen Shader reinmachen soll. Das hätte ich auch schon gerne diese Folge gemacht, aber ich habe das probiert gestern Abend und da hat es bei mir einfach nicht geklappt. Ich werde... Ist ja gerade da gestochen. Ja, der findet mich gerade an der Oberfläche und ist erstickt. Okay. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch probieren bis zur nächsten Folge. Versprechen kann ich nicht, aber ich würde es sau gerne mit Shader spielen, weil es einfach schöner aussieht. Hat sich ja schon öfter mal jemand gewünscht und ich versuche es einfach mal in die Tat umzusetzen. So, also ich hoffe, nächste Folge geht zusammen. Ich hoffe es einfach mal. So, dann Hausbauen. Machen wir jetzt mal hier nochmal das hier einmal außen rum. Was ich jetzt einfach mal, ich wollte eigentlich mal auch eigentlich was ganz anderes machen, diese Folge. Ich wollte noch gar nicht bauen. Ich wollte auch eigentlich schon jemanden dabei haben, der dann mit mir über ein Thema redet oder so. Aber es ist jetzt halt alles anders geworden. Weil ich hatte dann heute wieder bis 3 Uhr Schule und dann sind wir nach Hause. Dann der Hagen hat dann noch Bescheid gesagt, ja, wollen wir noch was machen. Und da kommt aber wieder zu gar nichts. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Tag heute. Also bei mir ist wunderschönes Wetter und deshalb werde ich auch dementsprechend noch irgendwas machen. Und ja. Tut mir echt leid, dass ich nicht so viel Zeit habe. Für Exit gerade heute. Das soll jetzt auch keine Ausrede sein, es geht halt leider gerade nicht anders heute. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten baue. Ich nehme noch ein bisschen Spruce-Wood mit. Da hinten. Baue ich mal kurz ab. Einfach nur mal kurz gucken, wie das aussieht. War ich mir nämlich nicht sicher, wie ich das machen soll. Das kommt nochmal kurz weg. Also nachpflanzen. So, wo haben wir dann noch? Da hinten. Den mit. Und den auch noch. Dann müsste das erst noch kurz reichen. So. Und hier noch einen hin. Gut, dann haben wir hier ein bisschen Spruce Wood jetzt. Zack, ein Stack. Passt. Das passt. Ja, dann habe ich jetzt mir gedacht, dass wir einfach mal kurz hier ein bisschen auch weiterkommen in dieser Folge. Im Haus. Dass wir halt was gemacht haben. Ich habe aber heute schon um 13 Uhr kam schon eine Folge Minecraft Ender Games. Ich habe schon 2 Ender Games Folgen wieder aufgenommen. Die war jetzt schon richtig gut, aber die nächste, die wird noch besser, finde ich. Die war richtig lustig. War auch wieder richtig chaotisch. Ich habe wieder nur die Hälfte mitbekommen, weil alles richtig schnell teilweise ging. Aber war richtig cool, die nächste Ender Games Runde. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich denke mal, dass die nächsten Montag einfach kommt direkt, weil ich jetzt einen Monat wieder kein Ender Games gebracht habe. Da bringe ich jetzt mal als Entschädigung eine kleine 2 Folgen hintereinander. Weil ich versuche es immer so zu machen, dass montags schon 2 Folgen kommen. Irgendwas. Weil Tropical Island läuft ja auch noch. Und Watch Dogs läuft ja mittlerweile. Watch Dogs kommt dann morgen wieder am Dienstag. Wenn ihr das pünktlich, also das Video pünktlich sieht, kommt es dann morgen am Dienstag. Und am Mittwoch kommt dann auch nochmal Watch Dogs. Weil Mittwoch kommt auf jeden Fall immer Watch Dogs, habe ich ja schon gesagt gehabt. Und Tropical Island kommt dann wieder am Donnerstag. So ist momentan der Plan. Und ja, ich werde auf jeden Fall diesmal vorher Hexit aufnehmen. Ich sag mir das immer wieder. Aber diesmal möchte ich es wirklich machen. So, sieht das okay aus? Ich weiß nicht, ich blicke das auch von außen an. Boah, meine Nase kribbelt gerade die ganze Zeit. Furchtbar.
Ja, das sieht schon gut aus. Doch. Dann werden wir da oben ein Glas hin machen, denke ich. Ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Doch. Das sieht gut aus. Dann machen wir das genauso rum. Und dann kommt da nochmal eine Ebene drauf aus Purswood und Glas. Und dann, ja, ihr werdet es dann sehen. Da werden wir aber noch einiges an Material brauchen. Aber wie gesagt, dafür sind dann die Folgen da, wo ich dann mit Leuten über irgendein Thema quatsch. Und wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt, über was wir sprechen sollen, gerne in die Kommentare schreiben. Schlaf mal kurz. Ach ja. Voll der Stress eigentlich, nehme ich immer voll die Zeit für Hexe so und ganz gediegen so 20, 25, 30 Minuten aufzunehmen. Aber jetzt ist das ganz schön chaotisch gerade. Tut mir echt leid. So. Sand würde ich gerne haben. Kann sein, dass der Ton extrem laut gerade ist? Ich weiß nicht. Für euch nicht, aber für mich ist gerade extrem laut. Mensch, habe ich denn keinen Sand? 43. Kommen hier rein. Hier haben wir noch ein paar Basaltdinger. Cool. Können wir uns auch mal kurz umtauschen. So. Haben wir noch ein bisschen Basalt hier. Das können wir wieder hier zurück tun. So. Okay. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich auch für die Folge gucken. Das mache ich dann für nächste Folge, was wir diese neuen Sachen alles machen können. Diesen Scooter, den kann man noch bestimmt. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal ausprobiert? Ich kann den bestimmt. Tatsächlich. Sieht ja aus. Ja. Voll gut. Hier auf Scooter. Können wir den irgendwie aktivieren? Nee, ne? Ah, ne, okay. Schade. Da wäre cool, wenn man da irgendwie was scannen könnte oder so. Sieht das nämlich aus. So Google Glass in Hexit. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sieht echt, hat irgendwie so Google Glass-Ähnlichkeit. Klar, vom Design nicht so, aber so, wenn man es dann aufhat, wie Google Glass hier, oder? Was meint ihr? Habt ihr übrigens vielleicht so eine Google Glass schon mal getestet oder habt ihr, kennt ihr irgendjemanden, der damit Erfahrung gemacht hat? Das würde mich da voll interessieren, wie das bei den anderen so ankommt, Google Glass, weil in Deutschland haben das ja nur ausgewählte Personen, momentan kriegt das ja sonst nur jeder amerikanische Bürger, diese Google Glass. Dementsprechend würde es mich voll interessieren, ob jemand damit Erfahrung gemacht hat, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das so ist. Bin echt gut. Zumindest miaut auch noch meine Katze im Hintergrund. Ach ja. Nur mal einmal in Ruhe aufnehmen, ne? Und dann kommt zu nichts. Zu gar nichts. So. Nehmen wir kurz den Glas mit. Gehen wir kurz nochmal hier hin. Mag es mal kurz angucken. Wie ich das dann meine. So, schnell raus. So. Und zwar habe ich mir das so gedacht. Gehen wir kurz hier hin. Dass wir dann. Die war das hier vorne. Kommt Glas hin und zwar. Ja, genau, gut, dass ich jetzt runterspringe. Und zwar einmal Abstand hier und dann hier. Hier und hier. Und dann kommt da drauf dann quasi die nächste Ebene, also die Decke kommt dann hier drauf. Das sollte nämlich reichen. Ich hoffe, ihr hört meine Katze so laut miauen. Ach ja, also ich hoffe, ihr könnt euch so vorstellen, kommt hier so ein bisschen Glas hin. Außenrum dann wieder Holz. Vielleicht kommt hier auch nochmal so ein Holzbalken hin, hier und hier. Und dann habe ich noch vorgehabt, so um es an der Seite vielleicht noch mal was raushängen zu lassen, so ein bisschen, so ein kleines von meinen vier Blöcken oder so ein kleines Viereck so dran zu bauen. Ne, wisst ihr, was ich meine? So ein Ausguck quasi Richtung Strand. So, ja, ich, je nachdem wie ich es schaffe, ich mag nicht zu viel versprechen, möchte ich für nächste Folge wirklich dann weiterbauen. Ich werde ein bisschen offscreen, das ist zumindest so nicht so spannend, ein bisschen was an. Holzfarm und vielleicht nochmal Basalt, obwohl Basalt brauchen wir erstmal nicht. Ein bisschen an Sprucewood werde ich farmen, dass ich dann auf jeden Fall da weiterbauen kann. So, Sand haben, Glas haben wir dann auch bis nächste Folge genug. Und ja, tut mir leid für diese saukurze Folge, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Minecraft Hexed. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Nächste Folge wird dafür ein bisschen länger. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen, auch wenn dieses Video fast gar nicht verdient hat. Ja, schaut bei Minecraft Ender Games vorbei, das war eine ganz coole Folge. Und ja, bis dahin, ciao, euer Mystery.